Also ich gucke hier in ziemlich viele müde Augen. Entweder liegt das an gestern und vorgestern Abend oder an dem vielen Input, den jeder gekriegt hat. Ja, erstmal, jetzt habe ich ein Problem. Machen wir es so. Erstmal vielen Dank. Also vielen Dank, dass ihr es möglich gemacht habt, dass wir so tolle Sessions hatten. Vielen Dank, dass ihr alle bis jetzt noch mitgemacht habt. Vielen Dank, dass jetzt noch so viele Leute da sind. Dankeschön. Habe ich da gerade ein Handy irgendwo gehört? Wo ist der Kasten Bier für nächstes Jahr? War kein Handy? Okay, war was anderes. Also, uns hat es super viel Spaß gemacht, aber auch hier guckt bei uns auch in müde Augen. Ich glaube, wir sind alle froh, wenn wir heute Abend zu Hause im Bett sind und schlafen. Aber das gehört ja auch irgendwie dazu. Ja, super, jetzt ist die Verbindung weg. Muss ich jetzt hier hingehen. Wir möchten uns dann nochmal bedanken. Auch wir möchten uns nochmal bedanken bei den ganzen Sponsoren. Und da würde ich jetzt einfach mal sagen, hey! Vielen Dank. Bei den Werbegeschenken, die wir gekriegt haben, das sind sehr tolle Sachen dabei. Und bei einer Sache konnten wir uns etwas nicht verkneifen. Entschuldigung. Wäre vielleicht meine Anregung für das Spiel Version 2.0. Okay, wir haben uns auch schon mal ganz grob Gedanken gemacht über nächstes Jahr. Nächstes Jahr ist es so, dass der Feiertag, jedenfalls der Feiertag in NRW, an einem Donnerstag ist. Und wir hätten dann am Samstag und am Sonntag hier das Camp. Und wir sind uns nicht sicher, ob von euch unheimlich viele dann sagen, hey, ich mache lieber die Brücke und fahre weg und mache Urlaub. Oder ob ihr doch Bock habt, zum Typo-3-Camp zu kommen. Und ich würde jetzt einfach gerne mal die Klatschprobe machen. Wer sagt, er würde trotzdem hierher kommen? Okay, das würde ich dann mal so interpretieren, dass die, die nicht kommen, Platz machen für die, die doch kommen wollen. Die Gegenfrage? Ja gut, wer würde denn nicht kommen? Gut. Ja, Samstag, Sonntag würdest du ja schon kommen. Was wir uns überlegt haben, wäre das vielleicht noch zu nutzen. Das müssen wir mal schauen, wie wir das mit Räumlichkeiten und so weiter hinkriegen, dass man am Donnerstag und am Freitag für die, die wirklich ein ganz langes Hammer-Typo-3-Wochenende machen wollen, vielleicht nochmal eine Schulung oder spezielle Sachen macht, wie wir es jetzt hier mit Wolfgang hatten oder ähnliche Sachen. Das müssen wir einfach mal schauen, wie sich sowas ergibt. Vielleicht machen wir da... Wette der Interesse, dann in 4 Tage... ein 4 Tage Hammer-Wochenende zu machen, dann sage ich aber auch, dann machen wir am Sonntag die Verabschiedung gegen Mittag. Weil sonst geht es dann einfach nicht mehr. Gut. Ich habe noch ein paar Stücke mit mir geschrieben. Da. Ja. Und echt cool, dass jetzt noch so viel da sind. Ja. Also, auch danke fürs Durchhalten nochmal. Genau. Was wir bisher nicht organisiert haben, ist das Thema Folien. Frage ist, ob ihr in den Vorträgen richtig gute Folien hattet, die es lohnt, sich anzugucken. Da wäre mein Vorschlag, dass ihr bitte die Folien ladet und im Slack-Channel einmal postet. Wir würden das dann nochmal zusammenfassen an eine Mail an alle Teilnehmer, wo die Sachen entsprechend gesammelt sind, dass alle entsprechend Bescheid wissen. Verlinken darf, freie Sessions beispielsweise. Ob ihr das möchtet oder lieber inoffiziell nur den Teilnehmern. Das habt ihr ja die Möglichkeit dazu zu schreiben, wenn ihr hochladet. Was ist der Default? Default ist es, dass es nicht auf die Webseite kommt, okay. Weil ich denke einfach, manches will man auch gar nicht in die weite Welt hinausbauen. Die, die es gehört haben, können es verstehen und bei anderen wieder nicht. Also deshalb finde ich, ist das euer, also solange ihr nicht schreibt, kommt es nicht auf die Webseite, okay. Würde ich vorschlagen. Und wenn ihr aber sagt, da veröffentlicht werden, dann würden wir es halt verlinken.
Ja, dann bleibt uns eigentlich nur zu sagen, gute Heimreise. Habt wenig Stau oder Zuganschlüsse, die passen, und kommt heute noch nach Hause. Und zum nächsten Jahr. Und zum nächsten Jahr würden wir uns sehr freuen. Zurückgekriegt, wenn jemand noch kein L gekriegt hat und noch eins suchte, dann hier. Und alle, die ein L gekriegt haben und XL haben wollten, kommen bitte gleich auch unten hin, dann können wir die entsprechend austauschen. So, gute Heimreise.